Rust. In Rust spricht man oft von der Nachbarschaft. Man hat verschiedene Typen von Nachbarn. Die einen, die man nicht sieht. Die eine Gruppe, die den ganzen Tag am Roamen oder Farmen ist. Es entstehen sogar manchmal Freundschaften. Allerdings gibt es eine Gruppe von Nachbarn, die man so schnell wie möglich loswerden möchte. Und um die dreht es sich heute. Aber wie beginnt unsere Story? Eigentlich wie immer, nackt am Strand. Viel Spaß im Video. Leider habe ich in der ersten Stunde nicht bemerkt, dass mein Mikro gar nicht läuft. Deswegen hier ohne Sprachaufnahmen. Genieß mir einfach Rust und die Ruhe. Später allerdings merkte ich es schnell und es geht ganz normal weiter. Nachdem ich nun die ersten Basics gesammelt hatte, ging es darum, einen Basebot zu finden und möglichst schnell an Crude Oil zu kommen, denn so eine Saar wollte ich auf jeden Fall abstauben. Ich stashte also alle meine Utensilien und ging los. Thank you.
Hallo. Und dann war es endlich soweit. Akio tauchte auf und ich bemerkte, mein Mikro geht nicht. Jetzt konnte ich es endlich fixen und wir gehen ganz normal zur Story über. Ich brachte ihn auf den neuesten Stand und wir legten los. Ivy kam auch noch dazu und natürlich zu dritt ging das Ganze etwas schneller. Aber seht selbst. Aber es war ruhig. Zu lange ruhig. Das wunderte uns, denn die Pop war eigentlich relativ hoch. Aber das sollte sich schnell ändern, denn im nächsten Step lernten wir unsere Nachbarn kennen. Und die hatten es echt in sich. Komm! Wir wohnen hier. Dreiertruppe. Und so lernten wir die Bandit Camp Truppe kennen. Eine Truppe, die nicht mal einen Quadrat weiter weg wohnte und echt doch zum Problem wurde. Aber vorerst nicht. Vorerst kümmerten wir uns um unser eigenes Business. Wir wollten es sah. Und kurz darauf ploppte auch noch ein Shop auf, der eine Dreier Workbench verkaufte. Für 3000 Schwefel. Also machten wir uns daran. Das war erstmal wichtiger. Wir sollten uns später nochmal mit der Gruppe befassen. Dann lass los, dass wir die Dreier safe irgendwie nach Hause bringen. Jetzt will ich mal schon was gucken. Oha, die haben sogar LAs schon verkauft. Und AKs. Weil wir haben die SAR, haben wir safe. Pistol Ammo haben wir safe, wenn wir jetzt die Dreier haben, dann sind wir gut. Brauchen bloß noch Bodies, Schwefel, also ein bisschen Brenn, Metallbrenn. Wer auch immer da oben drauf ist. Mark Forster, rutsch mal. Ah, jetzt alle. Nun waren wir auf einem wirklich guten Stand. Wir hatten eine Dreier Workbench, Akia organisiert in dem Blueprint von Hazar und somit fehlten uns nur noch Components, Metall und ähnliches. Doch plötzlich hörten wir Schüsse. Die Gruppe Bandit Camp hatte sich anscheinend schon Waffen besorgt. Wir versuchten hier unser Bestes, um vielleicht die ein oder andere zu stehlen. Ich hab einen Hit. Kompa Bau. Nochmal Hit. Bist du hin? Er hat mich ohne Waffenlicht gesehen. Ich war ganz weit weg. Aber auch ein wieder gut Hit. Ich glaube, einer ist tot. Es waren zwei. Einer ist Headshot. Ja, er ist tot. Nein, er ist nicht tot. Er sitzt da mit der Tommy. No Name hat mich gekillt. Ich auch. Ist das auch wieder so ein Lack, dass er einen Compound-Bow-Shot aussieht oder was? Full Charge. Full Charge, ja. Oh. Er stand vor seiner Tür. Er war 10 HP. Oh, er ist überbounded. Er war bounded. Einer war bounded. Dann ist er wieder aufgestanden oder so. Hier ist schon wieder einer beim Recycling gekillt worden. Arme Sau. Oh, ich habe einen Semi-Body. Ich komme heim. Oh. Er ist die einzige Kiste gelootet. Schnell weg hier. Komm auf unsere Base zu. Nicht rauskommen. Jo. Zwei Mann. Craft mal bitte eine Metalltür und setz die innen ein, Ivy. Wir können uns die Türen einschießen. Ja. Oh Mann, ich gebe ihn Headshot hit, der fällt nicht um. Mit was? Mit dem Bogen? Mit dem Bogen. Okay. Obwohl er... Ach, komm schon. Ja, den noch. Oh, die waren gerollt, glaube ich. Irgendjemand schießt mit Star. Na, die beiden da. Einer ist dead. Hat zwei Metalltüren eingesetzt. Ja, besser ist es.
Bogen ist auch noch da. Ich gehe den nochmal nach. Oder haben die den gekillt? Hier drüben ist Schwefel. Wir sind über mir. Hab einen! Hab's da! Oh mein Gott, hab mir voll Waffen! Okay, warte. Ich hab ihm voll Waffen. Komm zu mir. Bringt nichts. Ich komm grad. Bring mir einfach das Pferd. Ich hab ihn getötet mit dem Bogen. Oh mein Gott, ich hab 4 SARS, 2 Tommies, MP5, 2 Satchels, ein Kit. Gib mir das Pferd. GG. Oberhalb vom Berg, aber vielleicht liegt da noch was. Ich hab nur kurz drüber gezogen, hab mir alles geschnappt, was ich nehmen konnte und bin weg. Weil ich nicht wusste, ob seine Freunde. Ja, bestimmt. Die Waffen. Bring ihn um. Ein guter Start in den Rust Day. Ein Megaplay. Waffen, endlich, Munition und sogar Spritzen hatte der Junge dabei. Sehr geil. Jetzt stand etwas Space-Arbeit auf dem Programm. Wir mussten ein paar Sachen researchen, ein bisschen Ordnung bringen, ein paar Türen platzieren, das Übliche also. Aber die Action sollte nicht abbrechen. Weil vielleicht sollten wir die mal ein bisschen doortrappen oder so? Ja. Oh, da hinten sind 3. Die Dogcampen den anderen. Die sind bei der Base, wo wir den anderen gekillt haben. Sollen uns. Oh, jetzt kommt eine AK. Oh, jetzt kommt eine AK Full Squad. Der Oldie. Hier drin, Ivy. Oh, alle ja. Tot. Pass auf, die spawnen jetzt hier, Ivy. Lauf nicht. Sie. Wo? Wir sind da an der großen Base. Immer noch. Ist das ihre Base? Welche große Base? Die mit Twig oben, wo der Shooting Floor noch aus Twig ist. Ach, da ganz oben sind die jetzt. Die schießen da. Aber mit Saar. Ich glaube, die sind weiter. Nee, die sind da zur Base hochgekrabbelt. Da ist so eine Rampe. Da hoch. Ja, dann geh mal da hin. Ah, da ist die Ecke. Dann gehen wir mal da hin. Ah ja, ich sehe es, aber da kommst du nicht ran. Jemand baut hier ab. Bei mir. Der ist jetzt sowas von tot. Oh mein Gott. Ich hau ab. Ich probier's. Wann muss ich schief gehen? Ich hocke mich hier im Busch. Vielleicht kann ich einen irgendwie trippeln oder so. Die stehen beide nebeneinander. Einer dead. Okay. Ivy, bräuchte ich dich. Der zweite pusht mich. Braucht Hilfe. Ja, ja. Hol dir da. Hab beide dead. Beide für Kids dead. Oh, hab AK. Gott. Nein, noch einer. Schnapp dir die Sound, komm rüber. Es ist nur noch einer. Komm her. Seh nicht, der muss hier im Busch irgendwo sein. Ich war gesaht. Im Rücken. Ja. Was bist du? Ivy. Da unten muss die AK liegen, Ivy. Wo ich bin? Nein, unten. Ich muss ihn gleich holen. Ich brauch's hier. Nein, ich glaube ja. Ich war gesaht. Ja. Hab ihn dead. GG, da ist noch einer. Hab die AK, hab AK Full Kit. Ja, lauf. Noch einer neben mir. Das bin ich, aber lauf. Oh. Schnapp den Rest. Entschuldige, ich bin gerade voll erschrocken, Ivy. Ich hab gerade 2 Full Kits mit einer fucking M39 Pistole geholt. Hier ist noch einer, hey. Was? Ja, nimm ihn! Ich renne nach Hause, ich hab AK! Ich hab AK, MP5, Alter, 2 Full Kits! Absolute Full Kits!
Ich geh depawn. Dann komm ich wieder mit meiner M39 Pistole. Gib ihm. Die dürfen bloß nicht erfahren, wo wir wohnen, sonst sind wir jetzt sowas von gefickt. Oh mein Gott! Was war das? GG. Dach ist low. Es sind aber zwei. Nachdem ich meinen Teil erfüllt hatte, räumte Akio mit dem Rest auf. Und somit kamen wir aus diesem Fight mit wirklich brutal viel Gier raus. Und das war wichtig, denn wir hatten nicht wirklich viel. Ich zieh mir wieder mein Hessi an. Da gehe ich nicht jetzt wieder mit dem... Sehr wichtig. Komm gleich. Aber da ist noch einer. Bin unterwegs. Hat sein Mate gelootet. Da ist noch einer. Ich komm. Ja gut. Hab ihn, hab alle. Oha, Akio, nice. What a play, Digga, was ein Play, ich schwör's. Nachdem dieser Fight dann endgültig abgeklungen ist, standen wieder die Basics an. Ich machte mich an Straße looten. Muss ja auch mal erledigt werden, denn wir brauchten so ziemlich alle Comps, die wir finden konnten. Wir hatten in unserer Gegend leider keine großen Monumente und somit blieben uns bloß andere Spieler sowie die Straße, um an ordentlich Loot zu kommen. Allerdings ist die Straße auch ein gefährlicher Ort, denn jeder weiß, dass die Leute dort farmen gehen und man wird öfter mal abgefangen. So ist es auch mir ergangen. Ja, ihr könnt auch eine, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ist tot. So gut wie. Vom Spieler oder vom Tier? Spieler. Ja, noch einer. Haben wir noch Double Hit, Triple Hit, aber er fällt einfach nicht um. Ich glaube, ich habe ihn sogar Knock. Hätte ich eine Star dabei gehabt, wären sie tot gewesen. Beide, ich schwör's. Aber ich habe keine mitgenommen. Ich habe die Pistole mitgenommen. Ich will meine M39 Pistole wieder, die war cool. So gefühlt. Bau I18. Ah ja, okay. Also ich weiß nicht, es waren zwei. Vor uns am Hügel. Siehst du ihn? Die Silhouette, 320. Einer dead. Lauf zum Hügel. Wir brauchen Deckung. Er ist ganz oben. Hab ihn. Sehr gut. Ich geh zum oberen, lootest du den unteren? Ja. Was gehen, die kommen gleich wieder von unten. Da unten auf der Straße läuft einer. Nee. 240. Ja. Essie Kid? Ja. Lass warten, bis er näher kommt. Dass wir ihn Insta sprayen können. Er kommt den Hügel hoch. Lass ihn noch ein bisschen näher, dass er oben Feed steht. Jetzt. Sehr gut. Da ist er doch! Oh, ich war bebolted. Da waren die jetzt nicht so happy. Nee, ist keine Bolt. So. Ja, ich habe ihn vertrieben. Lass gehen. Wir haben alles wieder geholt, was wir wollten. Plus. Da war sie doch endlich wieder. Meine M39. Jetzt ging es etwas, die Base zu upgraden und zu vergrößern. Denn wir hatten einiges an Loot schon zusammen und wollten das natürlich über Nacht sichern. Doch plötzlich entbrannte ein Fight vor der Base. Und es war echt heavy. Aber seht selbst. Den habe ich nicht gesehen, also nicht genau. Einer geht wieder vorne. Welche Richtung? Einer läuft die Straße entlang. Ich bin tot, Ibi. Fuck, ich sehe nicht mehr. Mich greift ein Bär. Wo sind die genau? Bergbau oder was? Fuck. Ja. Ja, ich hab bloß meine Pistole dabei. Ja, die gehen looten. Ich hab sie beschossen, damit ihr ein bisschen mehr Zeit habt. Ich nehm Evis Cat. Der kommt rechts gleich. Einer läuft nach rechts weg über die Straße und einer ist am Stein schon. Einer war schon hier am Stein. Essie Cat. Hab ihn. Einer läuft die Straße hinten, nach hinten weg. Also Richtung Bergbau. Nein, da kommen sie. Hab ihn hard low. Hab einen, glaube ich. Schön.
Oh, ich treffe dich. Oh, zwei bei mir, hier am Baum. Zwei Stück. Ey, das war ein Zombie. Nein. Getroffen. Das sind die anderen Jungs. Und andere Waffe. Nachdem ich gestorben war, konnte Akio, Eevee und Flexis mit dem Fight ganz schnell aufräumen. Somit konnten wir uns alle Waffen safen. Plus Bonus. Als nächstes stand die Crate auf dem Programm, denn sie ploppte auf Trainyard. Das war bei uns gleich um die Ecke. Deswegen machten wir uns auch gleich auf den Weg, denn uns fehlten immer noch Explosive. Denn jetzt hatten wir uns fest vorgenommen, die Bandit-Camp-Truppe zu raiden. Und das so schnell wie möglich. Momentan lebten sie noch in einer 2x2, ohne Honeycombs. Also es sollte relativ schnell gehen. Allerdings wollten wir das Ganze natürlich mit Rockets oder C4 machen. Darauf hofften wir in der Crate. Sehe keinen. Ah, Bots sind tot. Da ist jemand. Und you? Ja, die Bots liegen beim Schalter. Okay. Dann sollten wir das erstmal gechillt ein bisschen abwarten. Sascha ist auch? Nein. Die sitzen safe oben in diesen Gängen drin. Oh, und noch eine jetzt kommt auch noch ein AK. Oh! Bruder! Warte mal. Auf mich jetzt, AK? Ja. Die AK war auf dich. Ich bin gleich da. Dann aber das war jetzt diesmal auf mich, ne? Die fighten da irgendwie. Ich check's nicht so ganz. Die sind noch beim Wasserturm. Ich muss das Schwein irgendwie jetzt wegbekommen. Ah, da hüpft einer mit Hessi. Einer war unterm roten Turm mit Hessi. Hab ich einen Headshot? Double Headshot dead? Nice. Also er müsste dead sein. Ich gehe schon davon aus. Ich gehe zu ihm in looten, weil ich glaube, da hat er eine Bolt. Aber der AK ist ja, ich habe ihn dead. Der macht mir Sorgen. Ich habe AK. Nice. Oh, nein, bin dead hinter mir, Tommy. Oh. Fuck. Oben am Turm liegt AK Kid. Oh Mann. Da hüpft eine Tommy. Hat irgendjemand umgeschossen. Soll ich den pushen? Da noch was dran liegen. Hat der Crate gelootet? Ja, er geht gerade zur Crate. Der Hessi-Typ. Den nicht. Ja, er ist genau unten, da wo die Crate immer steht. Bei dem roten Container, hinter dem roten Container. Ich hab ihn gesehen. Mit dem Anzug, den von dem Bot. Kommt raus. Ja. Hab einen Headshot. Schön. Rechts. Hinter mir noch einer. Muss ich die Bots killen, weil es uns nervt. Nee. Er müsste die Crate haben. Dicken Rohr abgehauen. Oh, da kommt. Natürlich sieht er mich ins Stern. Wer denn überhaupt? Ja, der Tommy-Typ. Das ist derselbe, der mich. Oh, ich hab ihn geschottet! Ja, er ist dead. Eevee, lauf du zu ihm, ich geh zum anderen. Ja. Aber jetzt kann ich nicht mehr kommen. Keine Waffe. Oh ja, C4, MP5, Tommy. Kommt bitte einfach mit irgendwas. Ja. Und wenn es ein Bogen ist. Ich bin schon da. Ich kann euch ja Waffen geben. Und ich hab LA. Hilft dir hier? Hier liegen zwei Häsis. Hä, Akio, bist du einer? Ja. Wir müssen gehen. Ich hau ab, Freunde. Nein, er schießt. Ah, ich bin in den Chat getappt. Fuck. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Ich bin scheiße mit LA. Hab ihn einmal hit. Ihr müsst das machen. Ich kann nicht. Wo? Hinten bei der Pumpe. Er ist hinter der Pumpe. H14 an der Straße. Hab ihn Double Hit. Ich weiß nicht, warum das nicht connected. Oh, ich bin dead! Wie gewonnen, so zerronnen. Ich hätte gehen sollen, wie ich es auch angekündigt habe. Aber ich war geil. Geil auf Kills. Naja, letzten Endes habe ich dann den Preis dafür zahlen müssen. Das entmutigte uns aber nicht. Und es ging direkt weiter. Akio hörte ein bisschen Boom in der Entfernung. Und dem sollten wir auf die Sprünge gehen. Und das war, weiß Gott, die richtige Entscheidung. Ich glaube, es waren die Kane und die haben es... den letzten Raum oder so aufgesprengt. Er ist gerade am Rausspringen. Schön.
Hast du irgendeine Musik hinter euch? Ja, der. Sag doch, die haben das Ding aufgesprengt. Hat Hessis noch. Hessis. Pass auf, die Base wird gleich schießen. Ich geh rein, okay. Da sind welche drin. Also da sind Leichen drin. Vielleicht kann man rein. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht ist einer, vielleicht ist einer. Nee. Safe, kommt rein. Ja, ich bleib außen. Nee, da ist nichts Besonderes mehr. Ah, vielleicht TC, könnten wir noch anschauen. Warte, ja, schau mal, vielleicht hier noch dran fallen oder irgendwelche. Schüsse. Oh mein Gott! Warte! Was? Komm! Warte, lass mich gucken. What the fuck? What the fuck? Lass es sofort nach Hause bringen! Huh? Oh mein Gott, 50.000 Fuel für immer! Ja, oh, ich hab schon eine Impf. Ich zeig's euch daheim, wir müssen das hier sofort wegbringen. Was für eine Überraschung. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, das noch bei einer decayenden Base aus dem TC zu ziehen, nachdem alles andere schon leer war. Wow. Aber, naja, Glück darf man haben. Jetzt ging es aber an unseren Raid. Wir wollten die Bandit Camp-Truppe auf jeden Fall aus der Region vertreiben. Und jetzt war es soweit. Ich craftete also Satches, denn anderen Boom hatten wir leider nicht. 10 Satches für die Decke und einen für den TC. Ich hoffte natürlich, den richtigen Raum zu treffen, denn wir gingen über die Decke rein. Also gingen wir rüber und hofften auf das Beste. Neben uns Hessi, bei denen ihre Base. Ich bin gleich dead. Ich habe ihn gut hit. Er ist direkt vor der Base. Er war an der Base direkt. Ja, ja. Ja, er springt rechts rum, naked. Nein, er war mit Hessi. Er war mit Hessi Tommy. Vielleicht ist es seine Starter hier. Ja, das links ist die Base. Links ist die Base. Ich weiß schon. Das ist bestimmt rein. Also passt auf, ich brauche jemanden mit oben. Und einer die Tür vorne. Die Tür vorne. Hier vorne ist der Eingang. Der Tommy. Achtung, rechts! Er ist hinter mir! Ja. Hab ihn. Nice. Ich kämpfe an der Tommy. Ja. Okay, da kann ich mit drauf. Gut. Ist gut. Der ist nicht dort, ne? Yes. Ivi, geh mal Richtung 170. Okay. Ja. Einer von denen oder wie? Komm dir mit hoch? Ah ja, eine Snake ist hinter dem Baum. Hier kann er rein prospeken. Links. Jetzt runter. Ja. Hab ich einen Headshot? Ich brauch die für später, ich hab keinen mehr. Achtung, geh auf. Na, TC ist zu. Achtung. Ah ne, hier ist TC. Achtung, da sind die Schlafsäcke. Ja. Pass auf, ich geh rein, okay? Ja, das ist ein Shotgun Trap, aber die zeigt nicht auf dich. Okay, ich geh rein. Ja. Weg! Ja. Lass mich wieder raus. Oh, nein. Sie hat mich mitgesprengt. Ja, deswegen dachte ich auch, du bleibst oben. Komm wieder. Ich hack Schlafsäcke. Ja. Oh. Flex ist im Wald, er headshot auf mich. Ja, ich muss mich kurz hin. Ich bin dead. Auf 340. Ich seh ihn, Flex ist. Krieg ihn. Da kann ich ihn looten. Ich habe ihn einmal hit. Oder du hebst mich, ja. Auf der Straße, ich sehe ihn. Ja, pass auf, der. Hab ihn. Weiß ist zu. Ist zu. Gut. Ja, hier sind Waffen. Ja, 5 Saws. Hier sind 2 Satchels. Kommst. Die haben. Ja, kommst hin, okay. Ja. Seid ihr noch draußen? Kann man raus? Ja. Ja, man kann raus. Vor mir ist einer, ja, der croucht zur Base hin, Hessi. Sind das Hessi-Kids? Wir müssen das irgendwie schaffen. Ja, wir können halt bloß nicht raus, das ist das ganze Problem. Nachdem der Raid gewonnen war und wir die Base zielen konnten, ging es jetzt darum, die Counter aufzuhalten. Und wir hörten eine L9 in der Entfernung, beziehungsweise ziemlich nah, die uns relativ abfuckte. Um die ging es jetzt, die wollten wir haben.
Denn das hatten wir in unserem Waffenarsenal noch nicht. AK dabei. Wir müssen nur nah genug hin. Das ist in der... Ah, er ist da oben. Da oben am Berg. Ich bin fast wieder dead. Hab den dead. Der dich hatte Flexis. Hab ihn? Schon lang tot. Ja, den farm im Übrigen auch. Ich dipp nach Hause. Ja, ist der immer noch da mit der L9, ha? Und fickt die ganzen, den ganzen Server. Dennoch, könnt ihr ein bisschen ablenken, dass er weiter boltet? Dass er im Scope bleibt? Ja, er hat mich schon. Ja, ich blutze gleich aus. Egal, hüpf da rum, dass er auf dich zielt. Bin gleich hinter ihm. Weißt du, ich bin hinter dem Tor in der Wiese, er schießt auf mich. Jetzt bitte Ruhe. Bin gleich da. Oh, bitte dreh dich nicht um. Muss näher hin, er hockt zum Headglitch. Können wir ein bisschen da rumballern, dass der ein bisschen schockt ist? Ja, ich hätte Sarum geschossen vielleicht. Ich bin gleich da, Akio. Er ist gleich hier vorne. Dead, hab ihn. Nice. Nice. Auf AK und noch eine Ball auf Reserve. Wir haben uns L9. Hä? Wir haben L9, ja. Meinst du nicht? Wir sollten gehen. Ich habe L9 und Bolt. Hier nimm die Bolt. Lead. Weil da unten war ein Sau-Typ. Bei L20 rechts in der Mitte. Ja, wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause, wir gehen das Depot. Tor. Ja, ich geh mal zum Tor. Weil das sind so viele Leichen. Ich gehe da sonst schon hin, wenn ihr Sven eskortieren wollt. Ja, wir sollten gehen, Akio. Bitte. Ich habe AK, L9, wir haben eine Bowl, okay, das Stuff, den wir brauchen. Noch ein Full Kit. Der Raid war ein voller Erfolg. Und mit den Countern räumten wir auch ziemlich schnell auf. Das brachte uns sogar noch eine Bowl und eine L9 ein. Sowie eine neue AK. Wunderbar. Genauso hat's laufen müssen. Und genauso wollten wir es. Perfekt. Allerdings machte sich jetzt ein neuer Nachbar bemerkbar. Eine Base, die relativ nah zu uns stand, fing an mit Roofcampen. Und jeder von euch kennt es, die schlimmsten Nachbarn, die man haben kann, sind Roofcamper. Sie nerven dauerhaft, kommen naked zum Looten raus, fucken einen ab, wenn du jedes Mal dran vorbeiläufst, es ist einfach ein Graus. Aber wir mussten erstmal damit leben, denn wir hatten keinen Boom mehr und Boom aus der Base hatten wir auch leider nicht bekommen. Somit mussten wir damit halt einfach umgehen lernen. Später versuchten sie sich auch noch ständig in unseren Compound zu bauen oder dort trappten uns, was relativ abfuckte. Aber, wie bereits gesagt, im Moment mussten wir einfach damit leben. Aber es wurde auch langsam spät. Die anderen lockten sich schon aus. Ich farmte noch ein bisschen was, damit ich die Base noch etwas bauen konnte, beziehungsweise am nächsten Tag den Compound ziehen konnte und Außen-TCs. Danach lockte ich mich auch aus. Es passierte eigentlich nichts mehr Spannendes und ich würde sagen, wir starten mit Tag 2. Tag 2 und auch leider schon der Final Day, denn wir hatten uns eigentlich nur 2 Tage vorgenommen für diesen Vibe. Wir hatten heute einiges vor. Akio stimmte schon vor und organisierte schon mal gleich Karten, bis ich online kam. Wir wollten heute Explosives suchen, sowie einiges an Raid-Equipment. Uns fehlten unter anderem noch Rockets, C4 und so ein paar Kleinigkeiten. Daran machten wir uns jetzt. Wir machten uns dann gleich auf, kauften den Heli und auf zur Oil. Denn wir hofften wenigstens von der Small Oil irgendwie was Boom-mäßiges zu erhalten. Das Ganze lief dann aber etwas unspektakulär, also es kamen keine Counter oder ähnliches. Wir machten das Ganze fertig und hatten auch hier wieder kein Glück mit unseren Rockets. Momentan lief ja auch noch das... Momentan lief das Halloween-Event und aus unserem großen Lootbeutel zogen wir dann tatsächlich eine Brandrocket. Somit kamen wir auch da an Explosives. Nun hatten wir also Explosives, Explo-Ammo, aber weder Rockets noch C4, außer unsere guten alten Satchels. Das wollten wir noch ändern, indem wir einfach mal auf Cargo flogen und da unser Glück versuchen. Mit diesen Zäunen könnte man auch nochmal einen Compound ziehen, das wäre witzig. Man kann ja nicht drüber reiten. Weil nee. Das sind ja da stirbst du ja fast instant. Nur da oben. Oh, abdrehen. Ja, keine. Wir haben da ein Mini stehen. Lecker, oh, das ist ein Mini, für ein Mini. Das schaut aus als jetzt die Kane.
sind zwei Minis. Wir sollten erst Cargo. Lass erst Cargo, wir wissen das. Okay. Wir nehmen uns jetzt schon so schnell keiner mit. Oh, ich war immer besser. Mini. All of these. Do you got some Spritzies for me? Tommy? Metal Face Mask? Amador? Extended Magazine? Da kannst du auch einen Bolzhelm anziehen. Oh, C4. Echt jetzt? Touchdown, ja. Oh nein, scheiße, ich bin nicht vorne. Hab einen Hit. Ich geh vor. Ich habe jetzt C4. Ich werf das C4 mal hier hinter. Ich hoffe, dass die spawnt nicht. Ach, scheiße. Ja, er ist vorne. Ich glaube, er hat eine Bolt. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Ich habe ja nur Ding. Bin dran, ich hab ne MP5 von vorher noch. Ich seh pushen, glaube ich, langsam vor. Hab ich einen Headshot? So, ich komme runter, okay? Ja, einen habe ich Headshot. Nice. Oh Gott. Ne, zur Not hättest du oben abhauen können. Mit dem, was wir haben. Ich bin dead. Ich bin triple dead. Hau ab! Das C4 liegt gleich am Eingang. Oh. Ja, egal, geh hoch, hau ab. Das bringt nichts. Und somit konnten wir leider nicht den ganzen Cargo-Loot für uns entscheiden. Es war besser zu gehen. Wir brauchten diese Comms dringend. Weil wie am Anfang erwähnt, wir hatten kaum große Monumente in der Nähe und somit nur Straßenloot. High-Tier-Comms sind für uns ziemlich schwierig, deswegen ist jedes Gramm wichtig. Akio machte das dann auch und wir gingen zurück. Jetzt wollten wir uns ja noch diese decayende Base anschauen und uns auf jeden Fall die Helis holen. Das ist Decayed auch. Das ist sogar geradet, ja. Vielleicht kann man da noch was holen. Oh ja. Turrets sind aus. Wir können die Außen-TCs, glaube ich, abtrennen. Vielleicht ist eine Workbench drin. Oh Gott. Hä? Was war das? Alter, wird mir jetzt gerade übelst geleckt. Vielleicht stehen wir da hin. Stehen wir da hin. Du kannst so von der Seite hier rein. Boah, das ist so eklig. Lass mich mal. Du kannst das besser. Komm. Wollt's gerade sagen. Und ich komm. Ey, Digga. Das geht nicht. Ist laufend? Was aus? Achso, ist gar nicht. Ah ja, dann. Unten ist Main Loot. Ja, ist leer. Und wie leer. Ja, ein bisschen was noch. Ein paar Reste. Ein paar Road Kit. Warte mal, TC ist offen. Ja, lol. Was? Ich spawn im Compound von jemandem. In unserem? Nee. Nee, nee. E23. Ich bin im Compound von irgendjemandem. Hier sind noch ein paar Hässes noch. Ja, hier sind noch einige Sachen. Ja. Okay, das sind Scheißsachen. Oh, das brauchen wir. Oh, hier, schau mal hier unten rechts. Da liegt noch einiges drin. Oh, warte mal, hier oben ist die... Warte, kann es sein, dass die gequittet sind? Schau mal. Nee. Weil der TC war aufgesperrt. Ah, ja, achso. Okay, na, aber mein Tick war auch. Nee, ist leer. Aber yo, was war das denn hier für eine Base?
Wir müssen die Turrets mitnehmen. Ja, ich hab TC, da brauche ich. Nice. Ja, aber wieso stehen da zwei Helis? Ein paar Leckerchen gab's da dann doch noch zu holen, inklusive die Helis. Um die 6 Turrets meine ich und noch einiges an Gear. Leider keine Waffen oder Boom, aber wir nehmen es. Es war for free und wir brauchten es. Um die Decay in der Base entdeckten wir einige an Sulfur Nodes. Ja. Die wollten wir uns auf jeden Fall noch einverleiben. Also machten ich, Flexis und Aki uns auf den Weg. Doch ganz ungestört blieben wir dabei nicht. Ich kann hier kein Bag legen. Oh mein Gott, mach doch. Danke. Ja. Er ist hier, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn durchs Fenster. Siehst du ihn? Ah, ja, ja. Er ist auf der anderen Seite, glaube ich, raus. Da, links, linkes Gebäude, linkes Gebäude. Da drin. Pass auf, ich mach auf, ich mach auf. Er ist rechts, glaube ich. Rechts in diesem Zwischending. Warte, ich gehe von der anderen Seite ran. Bleib da einfach. Ja, nee, das bin ich. Er ist links, er ist links. Moment, Schott. Hat zu dir gepiekt. Nice. Ja, hatte nix. Gut. Ich bin echt randvoll. Flex, das musste jetzt aber leider auf. Und somit waren es vorerst ich und Akio. Ich hatte aber etwas auf dem Plan. Wir hatten eine ziemlich große Base direkt in front of unsere. Allerdings war sie schon lange nicht mehr aktiv. Ich wollte dort unbedingt rein. Ich dachte nämlich, dass die Spieler einfach aufgehört hatten, weil es sah ziemlich decayed aus. Das machte ich auch. Die erste Tür sprengte ich weg und danach begann ich zu softsiden. In dieser Zeit schloss ich dann auch noch Cookie an. Für ein paar Stunden. Er konnte diesen Vibe leider aus Zeitgründen nicht mitspielen, aber wollte dann doch ein paar Stunden uns unter die Arme greifen. Gerade was das Farmen angeht. Ich bin froh drum, dass er noch dazu kam. Denn somit kamen wir viel, viel schneller voran. Nee, ich hab eh bloß Scheiße. Achso, okay. Warte mal. Oh, da ist eine Tür. Shitty. Ist da eine Shot hier? Oh ja, da ist eine. Oh mein Gott, die sind loaded, Digga. Warte, nicht runter, nicht runter, nicht runter, nicht runter, nicht runter. Hey, Leute, ich hab mir das Zeug am besten. Ja, die sind gut loaded. Die sind gut loaded. Mein Inf ist leer. Ja. Warte, ich muss kurz essen. 300 Scraps sehe ich da. Ich tank sie leer. Oh, du kannst leer tanken. Mach das mal. Ist leer. Oh, Bruder, wir müssen weiter hier. Haben. Jetzt lass es mal hier. Oh ja. Macht es keinen Schaden? Nee. Ich glaube schon, dass es Schaden macht. Es dauert bloß ewig. Ist der Hazy ist voller Rüstungen und die letzte. Ja, ja, ich weiß. Nein, wir haben es noch nicht liegen gelassen. Warte, warte, warte. Oh! Oh, ist offen, ist offen. Nee, ich nicht schieben, nicht schieben. Entspannt euch. Check. Hier sind die Waffen. Shotgun. Was, was? Oh, Metall. Hast du Metall gesehen? Ja, 5 Satches. Oh, komm, ey, sehr lecker. Eine Kiste craften? Wir müssen eine Kiste... Ah, oh, hier ist ja ein Ding. Weil hier sind viele Rüstungen am Boden, die vielleicht despawnen. Das dauert, bis sie despawnen. Aber wir brauchen sowas wie das blaue T-Shirt nicht. Nee, kein blaues T-Shirt, aber die Roadside-Kits. Ja, da mag ich nur die Rüstungen. Das, ja. Den Rest haben wir echt im Überfluss. Was? Vom Häs ist das... Ja, die können wir zur Not schrotten. Das stimmt, das stimmt. Ja, für Stoff, ja. Weil das haben wir nicht viel, hab ich gesehen. Oh mein Gott, ey, Sven. Warte, schau noch hier. Warte, warte. Gesehen unter... Oh! Warte, geh mal weg, bitte. Da lass mich mal bitte hoch. Gelöst. Wir haben auch kein Schwefel mehr für Muni, ne? Ja, komm, dann lass mal alle Schneehässis nehmen und ein bisschen was abbauen und dann gehen wir ins Schneegebiet. Ich nehme jetzt einen Jackie mit und dann gehe ich ins Schneegebiet und dann gehe ich da ein bisschen fighten und da ein bisschen farmen. Nebenbei. Ja, das klingt gut. Ah ja, ich sehe es. Ist noch drin. Immer gleich, ob da welche sind. Ja, oh, da sind welche. Der ist gecallt, glaube ich. Der kommt hoch. Wo ist der Loot schon? Nein, das war alles ganz oben mit Waffenlicht. Ah, ich sehe ihn. Wo ist eigentlich der Loot schon? Dead? 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 Ja. Was sind Lootdrop nehmen und weg? Oh, scheiß Lootdrop. Weg, 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 weg. Die dumme auf. Zug, 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 zug. Oh, ja. Steig auf die Waggons ein. Vielleicht nimmt er die mit. Oh, ich kann da reinspringen. Ich kann reinspringen. Er ist oben, er ist oben. Hab einen dead, full AK-Kit. Ich hab mich drauf.
Nein, ich bin nicht drauf. Ich hab kein Licht. Einer ist doch drauf. Einer ist abgesprungen. Er ist abgesprungen. Hab ihn. Noch einer. Hab ich? Ich hab kein Bock für Licht. Hab ich. Okay, ich hab einen. Einer ist runter gesprungen. Ich hab ihn full dead. Ja, ich hab auch einen full dead. Ich hab AK. Kannst du den leuchten hier? Hier war eine Waffe. Da kann mir jemand leuchten. Hier ist eine Leiche bei mir. Warte, hier. Nimm die Saar. Die hat Waffenlicht. Danke. Hier ist die Tommy. Hier bei mir. Wo ist die? Wir müssen gehen. Mann, der ist runtergesprungen. Der hat mich vor mich gesprungen, Mann. Ich hab ihn voll ins Kreuz gehämmert. Ich hab kein Waffenlicht mehr. Aber ich hab einen Full-Kit. Ich muss nochmal fertig looten. Ich glaube, ich hab einen Teil. Wollen wir mit dem Zug weiterfahren? Hier liegt irgendwo einer. Er hat die Brustplatte ausgezogen. Drum ist er fast gestorben, weil er die Brustplatte runter hat. Lul. Waren die AK Full Kit? Ah, meiner hat AK gehabt. AK Holo. Kann ich von irgendjemand besser seine Waffe haben? Ja, hier ist Waffe nicht bei mir. Komm mal. Also ich droppe einfach komplett die Tommy. Danke. Ich glaube, der Zug ist weitergefahren. Ja, schon mal, er hat eine Wall platziert. Kann ich den Holo, der auch die Tommy hat? Ja. Ja, der ist jetzt drauf. War der nicht tot, der Hessi? Jetzt ist er tot. Und krieg ich als letzter Mann hier hinten die ganzen Sprays ab, Alter. Immer noch dort, er ist immer noch tot. Mhm. Kassar? Das sind nicht wir. Ich hab mich frei jetzt gegeben. Ah, okay. Jetzt ist meine Chance. Ich pushe von hinten. Ihr müsst ihn hitten, damit er nach hinten geht, dann beschieße ich ihn. Ja, ich kann ihn kaum hitten, er ist zu weit weg. Er ist hinter der Steinwall. Mann, dieser Steinnot rettet seinen Arsch. Ich hab ihn Headshot, ich glaube, er ist dead. Er hat sich eingewollt. Nein, er lebt nochmal Headshot, er muss der Doppel-Headshot sein. Cookie, Maschine! Er piekt nochmal Headshot. Wie heißt er? Aber so. Guck, er hat hier jemanden gekillt. Guck, er hat hier einen Full-Kid gekillt. Apache. Aber der hatte nur Rüstung an, sonst nix. Hatte der zwei Waffen? Der hatte gar nichts, nur Rüstung. Nein, ich meine der Tobi. Oder der andere. Oh, hier, Cookie, hast verdient. Nimm. Oh, okay. Nein. Leider war das auch die letzte Aktion mit Cookie. Denn er musste wieder off, denn die Zeit drückte. Bei uns allerdings auch. Es war der letzte Tag und es wurde langsam spät. Also mussten wir leider damit leben, dass wir keine Rockets hatten, kein C4 und nur Satchels und Explo-Ammo, um unseren letzten Raid zu vollziehen. Wir hatten immer noch im Sinn, unsere Roofcamper-Nachbarn zu raiden. Die Base war okay, es war machbar. Mit etwas Glück macht er uns einige Türen auf, war unser Motto. Außerdem hat er uns im Laufe des Wipes so abgefuckt, dass wir auf jeden Fall da rein wollten. Und da wir den nächsten Tag nicht mehr spielten, war das für uns klar, dass wir es jetzt probieren. Alles craften, alles was wir haben, alles was wir erfarmt haben und los. Und natürlich dabei hoffen, dass das Beste rauskommt. Okay, leg mal los. Dann immer geradeaus und dann geht's auf der Rückseite runter. Ist das auf der Rückseite Stein? Da ist einer drin. Da ist jemand drin. Ja, wir gehen nicht durch die Wand. Ready? Ah, du bist mir reingesprungen. Ja, weil ich ihn oben gehört habe. Er kommt. Er hat oben so einen hässlichen Peak, Vorsicht. Genau, da rechts. Er macht ein paar auf, hoffentlich. Geh vor. Ja, da ist auch schon die Dreier. Er ist unten drin, glaube ich. Türen gehen. Also wir müssen das Infight. Ich
muss hier bloß in der Tür stehen, falls sie aufmacht, dass ich gleich rausspringen kann. Kann. Wo? Oben, ganz oben, Dach. Haben wir einen Good Hit? Du kannst dein Loot holen. Ja. Ich baue nochmal schnell eine Base. Ich glaube, er ist dead. Das hört sich so komisch an. Ich dachte, er wäre. Ja, ja, kurz. Anders. Lass mich mal hören, lass mich hören. Er ist wieder oben. Ich muss Leiter holen. Ganz. Haben wir welche? Ja. Er ist wieder da. Ja. Komm dabei. Er ist oben. Haben wir ihn full dead? Deine Ecke liegt hier. Ah, seine Ecke ist runtergefallen. Ups, ja. Er ist auf Timer. Er ist auf Timer. Die Dreier. What the fuck, wo geht's hier runter? Oh, ich hab ein C4 gefunden. Nice. Wo geht's runter? Oh, der hier ist offen. Oh. Hier ist ein Loot Room. Ich tippe hier in der Mitte. Ja, ja, ja. Er ist auf Timer. Hast du meine Ecke gesehen? Ja, die ist da ein bisschen weiter unten. Da, hinter dir, genau hinter dir, am Boden. Achtung, Schatz, außen. Ja, ja, ja. Dead. Erst weiter hinten, kannst du einsammeln? Da unten gleich. Ja, bin am Jump Down. Egal. Schnapp dir die Waffe und fertig. Okay, wir sind fast unten. Ich geh hoch, okay? Ja. Leiter? Achso. Oh, ich hab mich selbst gesprengt! Ich lieg in Scheiß-Satchels! Ah, der Tausende von Munition. Ja, ich geh runter. Ich renn rein. Wir müssen noch Time haben. Ich hasse das, wenn das passiert. Ich schwör's, dann ist mein ganzer Impf immer so unsortiert. Spirit. du hast nur noch eine Leiter, zufällig? Scheiße. Ja. Ich bleib auf dem Dach. Shots. Ich hab zugeschaut. Ja. Da werden bestimmt noch mal Counter kommen. I hope so. Ja, ich kann es. Scheiße jetzt, ich brauche eine Leiter. Fuck. Fuck. Ah, jetzt hättest du früher sagen müssen. Wir hatten ja zwei. Ja, ich hab's jetzt auch nicht damit gerechnet. Ich check den ganzen Aufbau hier nicht. Leider waren wir hier stuck. Wir softsighteten noch so viel wie wir konnten, allerdings kamen wir nicht wirklich an Loot ran. Da blieb nur eine Sache. Wir mussten ihn triggern. Wir mussten ihn so weit triggern, dass er uns die Türen aufmacht. Das taten wir auch. Und nun ja, mit großem Erfolg. Türen auf. Er rennt hoch, er rennt hoch. Aufs Dach. Ja, ich weiß, hab, da ist nichts mehr. Da ist so. Da ist so.
Es sieht so aus. Ich möchte jetzt nicht noch mal ein weiteres Boom hier reinstecken, weil es sieht irgendwie mager aus bei dir. Ja, mach ich weiter. Okay. Was bedeutet das? Hörst du das? Ja, er ist hier drin. Hast du da? Also ihr habt da unten noch, das kann ich euch sagen, 1, 2, 3 Garage Doors. Dann seid ihr am Tiefi. Da ist aber gar nichts mehr. Hier hinter habt ihr Ressourcen, da ist noch Holz und Stein dahinter. Hier hinter sind gar nichts mehr, glaube ich. Sind die schon unten? Ja, und dahinter sind noch ein paar Waffen. Aber dadurch, dass wir eine AK hatten, die war da drunter, glaube ich. Wir sind alles Vollzeitjobber und ja, keine Ahnung. Das ist natürlich mager. Wir haben halt nicht 24/7 Zeit zum Grinden. Verstehe. Ja, aber dann solltet ihr vielleicht auch euch merken. Guck hier rein. Okay. Das war jetzt wirklich nicht die feine Art. Aber ganz ehrlich, den ganzen Vibe über wurden wir von ihnen geroofcampt, gedogcampt. Es wurde sich versucht, in unseren Compound zu bauen. Und dann will er mir irgendwas erzählen, dass ich freundlich bleiben soll. Nein, Freunde, so nicht. Letzten Endes sind wir dann doch noch an den Loot gekommen, der dann doch wirklich sehr überschaubar war. Er hat sogar angefangen zu despawnen, was auch nochmal meine, ich sag mal, unfeine Art etwas rechtfertigt. Nichtsdestotrotz hoffe ich, es hat euch gefallen. Und falls es euch gefallen hat, denkt natürlich an euren Daumen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein, vielen Dank fürs dabei sein und ciao, ciao.